5-7, ihr Dritte. Spade. Bitte? Das ist eine Weide. Okay. Das kommt doch drauf, wir sind wieder wohl, wieder. Und Ton ab. 5-7, die Vierte. Spade. Bitte? Wir sind da weit gefahren mit der Bahn. Glauben Sie das wirklich? Das gibt's doch. Das glaube ich, das gibt's. Achtung! Und Ton ab. 5-7, der Erste. Spade. Bitte. Glauben Sie das wirklich? Das gibst du? Ich glaube, das gibt's. Ich hab's also Gaslicht. Das ist viel schöner. Mit dem Streichholz. Ich meine, das ist viel heller. Ah, jetzt brennt's. Das ist Schnee. Das ist im Winter, wenn Weihnachten ist. Im Sommer regnet's, dann ist Gewitter. Was ist Eis? Das ist auch im Winter. Und wenn es ganz kalt ist, dann ist gefroren. Was denn? Das Eis. Oh, wenn ich dann denke, da friert doch nie. Was ist der Unterschied zwischen Eis und Wasser? Eislaufen, Schlittschuh, Wasser, trinken. Was kommt zuerst, Blitz oder Donner? Ich habe damit begonnen zu üben. Was kommt zuerst? Cut. Jo. Was? Was? Das hatten wir doch schon. Aber das ist doch zum Ansprechen. Und Ton ab. Gut. Ich bin gerade hier, Spade. Bitte. Blitz? Was ist der Unterschied zwischen einer Treppe und einer Leiter? Okay, wir werden soweit. Das heißt, Sie sagen. Wir werden soweit, Doris. Doris. Also Fritz Hamann hatte einen Gewerbeschein für als Kaufmann und hat gehandelt. Also er war Händler auch, also praktisch Schwarzmarkthändler und hat mit Kleidung und Fleischwaren und so weiter hat er immer gehandelt. Er hat aber nicht mit dem Hackebeil, wie es im Vers heißt, ja, seine Opfer getötet, sondern er hat die Halsschlagader durchgebissen. Ja, also er hat beides gemacht. Ja. Er hat also doch mit einem Lütgenbeil, so bezeichnet er das, die Köpfe zerschlagen. Später, ja. Aber getötet erst mal? Getötet hat er, das weiß man eigentlich nicht genau. Also man hat nie genau herausgekriegt, wie er seine Opfer wirklich getötet hat. Man vermutet durch Biss in die Schlagadern oder es gibt, man sagt, einen sexuellen Vorgang. Ja, genau. Das heißt, die haben halt gelutscht, so bezeichnet, am Hals gelutscht und am anderen Morgen waren sie dann tot. Und man weiß es nicht. Es gibt Leute, die sagen, er hätte denen die Kehlköpfe rausgebissen, was anscheinend bei jüngeren Leuten einfacher sein soll als bei älteren, weil die noch nicht so festgewachsen sind und so weiter. Aber
Das versucht der Psychiatrieprofessor, also die zweite Hauptfigur in unserem Film, auch immer wieder herauszubekommen, wie ein Kommissar, aber das gelingt ihm einfach nicht. Also da hat Hamann immer ein Blackout sozusagen. Sie haben drei Personen in Ihrem Stück. Nicht? Ja. Also es ist praktisch der Hamann. Fritz Hamann. Dann gespielt der, von Götz George. Gespielt von Götz George. Dann den Geheimrat Professor Dr. Ernst Schulze. Historisch gibt es wirklich? Ja, gibt es historisch. Dieses Interview, Psychiatrieprofessor, der vom Schwurgericht in Hannover den Auftrag bekommen hat, ein Gutachten zu erstellen über die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten, beschuldigten Hamann. Offenbar bejaht hat. Das hat er gemacht und die Untersuchung, die 6 Wochen ging, fanden dann in dem Verwahrungshaus seiner Provinzialheil- und Pflegeanstalt zu Göttingen statt, wo er also Direktor dieser Anstalt war. Und gleichzeitig auch noch Direktor der Uniklinik, ja, Nervenklinik, also Ordinarius, so eine Uniklinik. Die dritte Person ist der Stenograf, der diese ganzen Protokolle, die mir auch als Drehbuchvorlage dienten, geschrieben hat. Und wenn 6 Wochen Sie so einen Film machen, konzentrieren Sie sich auf diese 3 Elemente. Ja? Das heißt, das eine, das Gutachten dieses Professor Schulze wird zum ersten Mal wirklich Gegenstand eines Films und veröffentlicht auf diese Weise? Ja, gar nicht mal das Gutachten, sondern die Protokolle. Also es sind 400 DIN A4 Seiten und diese Protokolle sind Thema Nummer 1 des Films. Thema Nummer 2 ist die Geschichte der Stenografie und alles, was mit der Stenografie zu tun hat. Auch, ja. Also und das Dritte ist wirkliches Interesse, was für ein Mensch dieses, der 27 oder 24 Männer tötet, ja, dieser Hamann gewesen ist. Ja, und dann natürlich auch irgendwie so ein Interesse, also praktisch diese 3 Figuren in einem Raum, also einen Kinofilm herzustellen, der in einem einzigen Raum spielt und sich nicht der einfachen Mittel bedient, diesen kleinen Ort aufzulösen durch Rückblenden, Rahmenhandlungen oder was weiß ich. Also es bleibt wirklich nur in diesem Zimmer. Und es gibt auch keine einzige Kameraeinstellung außerhalb des Raumes. Wie bei Aristoteles, also Ort, Zeit, ganz genau. Handlung. Ja. Und Sie nennen das Kammerspielfilm. Ich nenne es nicht so, sondern es gab ja damals von Max Reinhardt Kammerspieltheater und es gab auch im deutschen Stummfilm ein Genrezweig des Kammerspielfilms. Es gibt von das zitieren Sie, ja? Ja. The Last Love. Ja, ja, der letzte 1924. Mann ist das. Der letzte der Mann. Letzte Mann. Der Murnau-Film handelt von einem, also Emil Janning spielt den Portier vom Hotel Atlantik und ist also alt und wird irgendwann seines Jobs entledigt und er muss praktisch runter in die Toilette. Und wird dort, Toilettenaufseher, genau, und möchte aber diese Degradierung, die er so empfindet, gegenüber den Mitbewohnern seines Hauses nicht darstellen und spielt die Rolle des Wärters immer weiter. Das heißt, er kommt, ganz genau, er kommt mit seiner großen Uniform, mit den vielen Knöpfen, jedes Mal immer wieder nach Hause und alle Leute denken, hat einen tollen Job und er hat wenigstens einen Beruf. Und so weiter und ist eben und erhält sich seine Achtung durch seine Uniform, obwohl er schon längst Toilettenmann ist. Genau. Das ist ganz einfach gesprochen. Zurück zu Hamann. Ja. Der ist 1879 geboren, ist also eigentlich schon ein erwachsener Mensch. Ja. Wenn er 1918 in die Atmosphäre gerät, in der Krieg zu Ende ist. Ich glaube, der erste Mord ist im Spätherbst, oder wann ist die? Im September. Ja, Juli. 1918. Ja. Also zu Ende des Ersten Weltkriegs. Ja. Das ist die Zugriffsmöglichkeit auf diese Stricherszene, die sich jetzt stärker entwickelt. Ist das richtig? Kann man vielleicht so sehen, ja. Also das... Man sagt halt praktisch, dass die unruhigen Zeiten ihm
also sagen wir mal, der Fall Hamann, so kann man das vielleicht eher erklären, wurde ja auch ein Politikum. Das heißt, sowohl linke wie rechte Parteien haben die Tatsache, dass es diesen Menschen Hamann und den Fall Hamann gab, in ihre Ideologie eingebunden. Das heißt, die Rechten haben gesagt, dass praktisch nur in Zeiten von Demokratie so jemand so etwas machen kann, ja, und dann haben sich praktisch dann an den starken autoritären Staat zurückgesehen, und die Linken haben eben versucht, die Sozialdemokraten anzugreifen, also die Kommunisten haben versucht, die Sozialdemokraten anzugreifen, gerade den Noske, der also da Oberpräsident von Hannover war, dass der also zu lasch auch mit dem Fall Hamann umgegangen sei. So. Und, ja. Er ist aber zunächst mal so etwas wie ein sexueller Kriegsgewinnler. Ja, ein sexueller Schwarzhändler. Ja. Ja, also andere machen Geldprofite und er macht hier libidinöse Profite. Ja, es ist auch so, man muss sagen, dass der Hamann schon 15 Mal vorbestraft gewesen ist. Und zwar wegen Betteln, wegen Handeln und auch wegen Missbrauch von Minderjährigen. Also das war schon früher so. Und merkwürdigerweise war er eigentlich während des Ersten Weltkriegs im Zuchthaus. Also er hat als Liebhaber der Armee oder also war gerne Soldat, konnte er den Ersten Weltkrieg nicht mitmachen. Und kommt dann, ich glaube, im Juni 1918 raus und fährt dann gleich Juli 1918 nach Berlin. In einem Buch wird er bezeichnet als Werwolf. Was ist da gemeint mit? Ja, wahrscheinlich das Reißen von Menschen zur Nachtzeit. Ja. Was ist ein Werwolf? Ja, das ist eigentlich eine Uhr, ich weiß es auch nicht. Also, so eine Vorstellung. So eine Vorstellung ist praktisch eine Mischung aus Mensch und Tier, der nachts umher streunt und sich irgendwie Opfer reißt. Wodurch kommt es hier zu diesen permanenten Metaphern, die Fleischerei betreffen, in Bezug auf Hamann? Ja, dieser Begriff Werwolf in Bezug auf Hamann stammt ja eigentlich von dem Theodor Lessing. Also der hat ein Buch geschrieben, Nachruf auf einen Werwolf. Und der Theodor Lessing verwendet sehr starke Symbole in Bezug auf diese Person Hamann. Er bezeichnet ihn auch als Schlange. Das heißt, man kann nicht einfach nur die Schlange töten, sondern man muss auch praktisch die Erde, aus die diese Schlange entspringt, wie sagt man, nicht töten, aber also die gehört genauso dazu, ja. Und das hat bei Lessing den Gedanken dahingehend, dass man eben sagt, man kann nicht einfach den Hamann als Phänomen betrachten, sondern man muss auch im Grunde genommen die Millionen Opfer, die in den Schützengräben gefallen sind, und die Leute, die das zu verantworten haben, genauso betrachten. Und wer ist Theodor Lessing? Theodor Lessing ist ein Professor an der Technischen Universität in Hannover, auch ein Psychologe oder Philosoph. Der sich erregt hat über den Prozess, der sich, ja, und der Zeitgenosse. Ja, und praktisch auch den Prozess verfolgt hat. Also er hat für Zeitungen das mitgeschrieben, und er wurde dann, weil er halt einer der wenigen kritischen Stimmen war, auch aus dem Gerichtssaal dann verwiesen, am 12. Tag sogar. Und er hat sich halt aufgeregt und er hat halt gesagt, dass also nicht nur Hamann angeklagt sei, sondern auch die Gesellschaft, aus der er entspringt. So. Und vergleicht eben diese Instinkte des Hamanns mit, sagen wir mal, Instinkten von Menschen, die bereit sind, Millionen Leute in den Tod zu schicken. Also er bezeichnet das als die Wolfssucht bei Radio und Elektrizität. Die so. Wolfssucht? Ja. Was heißt das? Keine Ahnung. Das sind so Wortschöpfungen. Ja, das ist so. Ja. Und, ja. Hat ja kaum ein Mörder so viel Volksfantasie, ja, und intellektuelle Fantasie auf sich gezogen und konzentriert. Ja. Was gibt es eigentlich für Hamann-Bearbeitungen schon? Wer hat sich damit befasst? Ja, also es gibt
sag mal, die, also dieses Buch von Theodor Lessing ist irgendwie schon sehr, sehr bekannt. Das ist auch nochmal wieder aufgelegt worden in den 70er Jahren bei 2001. Dann gibt es 1931 den Film M von Fritz Lang. Ach, der ist darauf bezogen? Ja, also der Film M beginnt mit dem Hamann-Moritat. Warte, warte noch ein Weilchen. Dann kommt der schwarze Mann zu dir. Mit dem Hackebeilchen macht der Schabefleisch aus dir. Das heißt, sie haben praktisch aus dem Hamann den schwarzen Mann gemacht und aus dem Hackefleisch das Schabefleisch. Und zu Beginn des Films sind eben Mädchen im Hinterhof, die praktisch diesen Abzählreim singen. Dann gibt es als nächstes, oder sagen wir mal davor, was kaum bekannt ist, Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin. Das heißt, das Buch ist 1929, glaube ich, erschienen, also 5 Jahre nach dem Prozess. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, denn Theodor Lessing hat als Sachverständige für die Verteidigung den Alfred Döblin und den Magnus Hirschfeld vorgeschlagen. Das wurde aber sofort abgelehnt. Und es ist ja so, dass Alfred Döblin war ja Nervenarzt, praktizierender Arzt in Berlin. Und wir haben eine Arbeit gefunden von einer Frau, ich glaube Isabella Klaassen heißt die, die versucht herauszubekommen oder nachzuweisen, dass die Figur des Franz Bieberkopf und des Reinhold der Figur von Fritz Hamann und Hans Granz entsprechen. Hans Granz war praktisch der Partner von Fritz Hamann, der ihm Jungens zugearbeitet hat. Und es gibt auch Zitate in Berlin-Alexanderplatz, also wird auch dieses praktisch das Hamann, dieser Gassenhauer zitiert. Und da gibt es ganz viele Parallelen und das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Und dann gibt es eben dann noch eine Bearbeitung, und zwar ist das ein Film Die Zärtlichkeit der Wölfe von Uli Lommel. Ein Film, den der Fassbinder produziert hat und wo der Kurt Raab den Hamann spielt. Und in diesem Film, das wiederum auf das Buch von Theodor Lessing basiert, ist die Geschichte von Hamann in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verlegt worden. Der Prozess findet im Spätherbst 1924 statt? Er findet im Dezember, also am 4. bis 19. Dezember 24 statt. Im nächsten Jahr wird er hingerichtet. Ja, am 15. April, also vor fast 50 Jahren, ist er dann im Gerichtsgefängnis auf der Fallschwertmaschine geköpft worden. Mit dem Fallschwert, Fallbeil. Mhm. Ja, Fallschwert? Also Fallschwertmaschine, so Fallschwert? Wahrscheinlich die deutsche Bezeichnung für Guillotine, würde ich sagen. Guillotine. Und es gibt aber Stimmen, die sagen, er ist unzurechnungsfähig. Ja? Und eigentlich hätte er nicht verurteilt werden dürfen, sondern eingewiesen werden müssen. Sagen wir mal so, der hatte eigentlich gar keine Chance. Also der Volkszorn damals, dass also ein Mensch jahrelang ungehindert diese Taten begehen konnte, also der war so groß, dass also es fast undenkbar gewesen wäre, diesen Menschen für zurechnungsunfähig zu erklären, das heißt, ihn in eine Psychiatrie einzuweisen. Und das war so, dass der Gutachter, also Schulze, der war irgendwie krank und der hat irgendwann mal versucht, den Prozess zu verschieben und hat dann also in seinen Kurpflegeanstalt da in Meran ein Telegramm geschickt bekommen vom Staatsanwalt, der eben sagt, dass also Verschiebung des Prozesses unmöglich sei, weil der Volkszorn so groß ist. Und hinzu kommt ja auch noch, dass Hamann als Spitzel für die hannoversche Polizei tätig war. Und eben viele Leute gesagt haben, dass die also wussten immer von, also die kannten diesen Menschen, ja, und er war auch schon einmal 1918, also als die Eltern von dem ersten Opfer Vermisstenanzeige gestellt haben, also war er schon mal also einer der Verdächtigen und man hat auch in seiner Wohnung gesucht und untersucht, aber nichts gefunden. Also er wurde immer wieder ins Spiel gebracht in Bezug auf die vermissten Jungs. Aber anscheinend
So haben viele Leute, gerade auch natürlich die Kommunisten, das gesehen, dass er halt protegiert worden ist durch die SPD-regierte Polizei in Hannover. Bitte. Achtung, wir drehen wieder. Konzentration. Und hier. Ruby, geht's von dir aus? Moment noch. Sie können. Achtung und Ton ab. 5-6a die zweite. Speech. Bitte. Ich habe zu Hause Gaslicht. Das ist viel schöner. Mit dem Streichholz. Ich meine, das ist viel heller. Ah, jetzt brennt's. Was ist Schnee? Das ist im Winter, wenn Weihnachten ist. Im Sommer regnet's, dann gibt's Gewitter. Was ist Eis? Das ist auch im Winter. Und wenn's ganz kalt ist, dann ist gefroren. Was denn? Das ist Eis. Oh, wenn ich dann denke, da friere ich ordentlich. Was ist der Unterschied zwischen... Danke. Cut. Sehr gut. Okay. Denn wir müssen jetzt den 30 Tape reparieren. Aha, auf der Lampe da. Tischlampe. Okay, Achtung. Und Ruhe bitte für eine Probe. Und Probe ab. Wer hat die Hühner tot gemacht? Da kam immer der Friseur Edel. Und jedes Jahr musste der so viel abschlachten, wie wir Küken hatten. Oh, wir kniffen mal aus, wenn er kam. Das kann ich heute noch nicht sehen. Aber Sie haben doch Menschen geschlachtet. Nee, das ist nicht wahr. Die waren tot. Und hab ich sie wegbringen müssen. Das sagen die immer draußen. Nicht, dass sie gleich sterben. Da geht man doch nicht tot von? Nee. Wäre das so schlimm? Könnte mich doch hinrichten. Geht ganz schnell. Woher wissen Sie das? Danke. Die Hände. Ja, die Hände, ich dachte. Von dem. Ach nein, nein, wieder eigentlich. Das ist doch kein Schall. Ja, oder wenigstens, du hattest so deutlich das gemacht mit dem Gucken. Muss ihn wieder. Also ich mache nicht ganz nach hinten, aber er hat schon so an. Er hat so deutlich nach hinten geguckt, dass man im ersten Moment denkt, okay, da kommt jemand. Der Schaltvorgang kommt jetzt gar nicht. Nein, nein. Nein, kommt jetzt nicht. Also das war eine ganz schwierige Geschichte mit dem Stenografen, weil wir wussten gar nicht, wo der herkommt. Also wo kommt dieser Stenograf her? Denn normalerweise ist es so, dass also ein Psychiatrieprofessor oder überhaupt so ein Gutachter auch heute noch bei der Vernehmung am liebsten natürlich alleine sein möchte mit demjenigen, den er begutachten soll. Und jede dritte Figur, Person stört. Und zumal der Professor damals also auch selber viele Aufzeichnungen gemacht hat. Und wir vermuten eben, dass er halt von der Staatsanwaltschaft oder von dem Gericht abgestellt worden ist aus Hannover, gemessen oder irgendwie in Bezug auf die Bedeutung des Falles. Ja. Und der hat alles mitprotokolliert, der hat jede Regung und jede Bewegung von Hamann mitprotokolliert. Und jetzt ist das auch so, dass dann... Ach, zuckt mit den Augen, oder? Ja, also zuckt mit den Augen ist, ist wieder der Alte, spielt mit den Händen, wendet sich ab, grimmig, laut. Also es ist wie so kleine Mini-Regieanweisungen in Bezug auf Hamann. Ne? Und jetzt ist so, dass der, aufgrund der Protokolle, man vermutet, dass der Stenograf ein hübscher Mann gewesen sein muss, denn Hamann flirtet mit ihm. Also immer wenn Hamann auf die Fragen des Professors nicht antworten will, weicht er aus und bezieht
den Stenografen ein. Das heißt, er sagt, Sie haben heute einen braunen Anzug. Gestern war da doch... Ja, Sie haben heute einen anderen Anzug an. Oder sind Sie verheiratet? Ja, weil er einen Ring anhat. Oder wenn Sie zum Beispiel von der Sexualität reden, also das heißt, Hamann beschreibt, wie er praktisch das und das erlebt hat, dann macht er sich sogar einen Spaß, erlaubt er sich einen Spaß mit dem Professor und sagt, er verdirbt ganz. Ja? Er verdirbt ganz. Ach, der Stenograf darf das nicht hören. Ja, also Sie beide fachsimpeln über Homosexualität. Ja, also der Professor fragt ja auch, hat er sein Glied in Ihren After gesteckt und das haben Sie poliert oder wann haben Sie zum ersten Mal onaniert und so weiter. Und dann sagt der Hamann, also er verdirbt ganz. Ja? Oder wenn Hamann beschreibt, wie er die Leichen auseinandergenommen hat, also wie er die Leichen zerstückelt hat, was ziemlich hart ist, ja, dann guckt er ihn an und sagt, wird ihm schlecht, muss er Wasser trinken. So. Ja. Oder der Schulze, der Professor fragt, wann ist ein Junge hübsch für Sie? Und dann sagt er auch, das sieht man doch, wenn er schön gebaut ist und guckt ihn so an. Ja. Sie jetzt, und das ist ja in Ihren wirklichen Protokollen, also dem Ausgangsmaterial, angelegt. Angelegt, ja. Sie haben das natürlich jetzt inszeniert. Ja, genau, das heißt, wir haben das inszeniert. Hm? Wie schnell kann so ein Stenograf schreiben? Ja, also ein Stenograf, es ist so, dass ein Top-Stenograf schreibt, oder sagen wir mal, ein Stenograf ist dann wirklich sehr, sehr gut, wenn er den Leuten auf den Mund schauen kann und gleichzeitig schreibt. So, das, ach, er guckt gar nicht, was er guckt tut, gar nicht, was er schreibt, sondern er schaut einfach nur auf den Mund. 1924 ist eigentlich das Jahr, in dem praktisch die deutsche Einheitskurzschrift eingeführt worden ist. Das heißt, es gab mehrere Stenografie-Schulen in Deutschland. Also es gab die Gabelsberger, die hauptsächlich im süddeutschen Raum Beachtung oder verwendet worden ist oder geschrieben worden ist. Dann gab es in Norddeutschland oder in Preußen die stolze Schrei-Methode. Und dann gab es halt noch, was weiß ich, 3, 4 andere. Und dann gab es einen Kongress irgendwo, wo dann Delegationen... Einigungen versucht wurden. Ja, das heißt also, die verschiedenen Delegationen der einzelnen Kurzschriftschulen haben sich getroffen und gesagt, jetzt müssen wir das vereinheitlichen. Und das war eben 1924. Wir haben uns auf diese stolze Schrei geeinigt und hatten Mühe, überhaupt jemanden zu finden, der das noch schreiben kann. Und die Leute, die das schreiben konnten, haben gesagt, dass es in Deutschland vielleicht auch noch 100 Leute gibt, die das lesen können, ja. Insofern hat uns das sehr geholfen, weil wir dann jetzt gesagt haben, also wir müssen das nicht sehr genau nehmen mit dem, was er schreibt. Wir haben nicht herausgefunden, was er macht, wenn er etwas nicht versteht. Also das heißt, es muss eigentlich vieles unklar sein. Vor allem, wenn er das mit der Hand schreibt. Also die Protokolle, die wir gefunden haben, sind getippt. Das heißt, es gibt praktisch den Moment, wo er dann seine handschriftlichen Aufzeichnungen in Schreibmaschinenform überträgt. Und da muss sicherlich irgendwas falsch gelaufen sein oder irgendwas fehlerhaft sein und so weiter. Und das ist eigentlich ganz interessant. Ja. Er kann also etwas missverstehen. Er manipuliert. Ja, er manipuliert. Hm. Er muss deuten, Lücken füllen. Ja. Also er kann missverstehen, weil es undeutlich gesprochen wurde. Mhm. Er kann nicht reinfragen. Ja, und deswegen ist wahrscheinlich auch, also das muss wahrscheinlich auch ein Grund gewesen sein, warum der Gutachter seine eigenen Aufzeichnungen gemacht hat, weil er das dann wiederum nachträglich dann verglichen hat. Ja. Also welche dann die allgemeingültige ist. Oder. Und es ist, glaube ich, auch heute so noch, dass er, gerade wenn Reden gehalten werden, also mehrere Leute eine Sitzung stenografieren, weil halt, sagen wir mal, nach einer halben Stunde oder was ist man halt müde und kann nicht mehr genau mitschreiben. Ne? Wie sieht nun so ein Professor der Psychologie oder der Psychiatrie aus? Ja, so ein Hochschulpsychiater im Jahr 1924. Was ist das für eine Schule? Sigmund Freud hat ja doch nicht studiert, oder? Nee. Ja, also es ist ein Akademiker und... organisatorisch besonders befähigt, hat in Greifswald irgendein Institut mit Backstein hochgezogen. Mhm. Ja?
Ja, also dieser Akademiker, sagen wir mal, dieser Professor ist, also der schon seit 20 Jahren schreibt der Gutachten und... Teilt die Welt ein in Verrückte, in Einsperrungsfähige und Nicht-Einsperrungsfähige. Ja, wie sagt man, sagen wir mal so, in dem Nachruf, also er ist 38 gestorben, galt dieser Professor als das juristische Gewissen der deutschen Psychiatrie. Das heißt, das ist ein Professor, der sich mit Strafrecht... Ein Forensiker und der halt wirklich, sein Spezialgebiet war eben die Forensik und Strafrechtsreform. Und vereinfacht gesprochen könnte man diesen Professor auch als jemanden sehen, also als einen Arzt betrachten, der sich in einer staatstragenden Rolle sieht. Das heißt, das, was er macht... dient dem Wohle des Staates. Es gibt eben Ärzte, die sich zum Auftrag machen, Leute zu heilen, und andere Ärzte sagen, sie wollen praktisch mithelfen, einen gesunden Volkskörper oder also beizutragen, dass praktisch die Gesellschaft, in der wir leben, gut ist. Sich reinigt und schwarze Schafe ausstößt. Zum Beispiel, ja. Und also er bezieht sich halt auf die Lehren, die damals in der Psychiatrie vorherrschend waren. Das waren hauptsächlich Lehren, die praktisch vor dem Ersten Weltkrieg, also noch in der wilhelminischen Ära, entstanden sind. Und das sind natürlich die Lehren der Rassenhygiene. Ja. Und also denen gehört er sich, also da gehört er sicherlich auch dazu. Also die Rassenhygieniker unterscheiden Menschen zwischen tüchtige und nicht tüchtige Menschen, zwischen wertvolle und nicht wertvolle Menschen. Und Hamann, der also homosexuell war, der 15 Mal vorbestraft gewesen ist, der 24 Leute umgebracht hat, ist sicherlich jemand, der minderwertig, also in seinen Augen als minderwertige Elemente der Gesellschaft oder minderwertiges Element der Gesellschaft zu betrachten ist und praktisch auch aus der Gesellschaft entfernt werden muss, und er sagt ihm das auch. Das heißt, dieses Todesurteil, oder das ist eigentlich, bevor das Gutachten stattfindet, schon klar. Ja. Und das entspricht seiner Haltung sicherlich, ja. Gibt es ein Signalement, also eine Personenbeschreibung, die sehr widersprüchlich ist. Ja. Ja. Also vor uns steht, also Theodor Lessing beschreibt Fritz Hamann. Vor uns steht ein keineswegs unsympathische Erscheinung, äußerlich betrachtet ein schlichter Mann aus dem Volke, freundlich blickend und gefällig, zuvorkommend, auffallend gepflegt, sauber und tipptopp. Er ist gut mittelgroß, breit und wohlgebaut und hat ein zwar derbes, grobes, aber gleichsam wie blank gescheuertes, klares und offenes Vollmondsgesicht mit frischen Farben und kleinen, neugierigen und fröhlichen Tieräuglein. Sein Schädel ist rund, zeigt breite, fliehende Stirn, schmales Mittelhaupt und eine steile Linie des Hinterhauptes. Die Ohren sind nicht groß, liegen ein wenig unterhalb der Augenhöhe und stehen vom Kopfe ab. Auch die Nase ist nicht groß und so wenig auffallend wie das ganze Antlitz. Im Profil nicht unedel, sieht sie doch von vorn betrachtet etwas knollig aus, ist an der Wurzel breit und hat starke, witternde Flügel. Der Mund ist klein, frech und dicklippig. Die Nase hat starke, witternde Flügel. Das ist ja wie in einem Roman beschrieben. Können Sie das mal vorzeigen? Also Herr Kluge, ja, keine Ahnung, was das ist. Ich meine, das hat der geschrieben. Ich weiß nicht, was witternde Flügel sind. Ja. Ja. Der Mund ist klein, frech und dicklippig, die Zunge in der Erregung vorschnellend und die Lippen netzend, ist auffallend fleischig. Die Zähne sind weiß, stark, scharf und gesund. Das Kinn tritt energisch vor. Die Oberlippe schmückt ein kleines englisches Bärtchen, die vollen Wangen sind sauber rasiert, sein bräunliches Haupthaar glatt anliegend und links gescheitelt, ist nicht eben voll. Das zwischen braun und grau schillernde Auge ist kalt und seelenlos, aber gerissen und verschlagen und meistens in Bewegung. Das ist doch eigentlich expressiv wie ein Stummfilm. Ja. Und das hat jetzt dieser Lessing, an seinem... Im Gerichtssaal. Im Gerichtssaal in den ersten 12 Tagen, bevor er rausgesetzt wird, ja, so beobachtet, ja, und eigentlich wie ein Dichter geschrieben. Ja, genau. Ja. Und das ist der Beginn. Und wichtig ist halt, sagen wir mal, dass damals immer noch, oder damals natürlich interessant war, dass praktisch so ein
ja, so ein Mann aus dem Volke, ne? Also dem man gar nicht dieses Monstrosität ansehen kann, das gemacht haben soll. Also dieser Widerspruch hat viele beschäftigt. Mhm. Was ja heute immer noch der Fall ist, dass Leute glauben, dass Leute, die Böses tun, böse aussehen. Und das bezieht sich jetzt wiederum auf diese Lehren Lombrosos, der eben gesagt hat, einen Kriminellen kann man anhand seiner Stigmatas wie Nase, flache Stirn oder was weiß ich praktisch die, hinter den Ohren. Ja, also erkennen. Und das ist ja nicht der Fall. Interessant muss sein, ob Götz George die Figur, die er spielt, glaubwürdig darstellen kann. So, ob er jetzt älter ist, Götz George ist älter als die historische Figur, ob er jetzt ein Bärtchen hat, ob er dünn ist, schmal ist, das interessiert mich überhaupt nicht, sondern wichtig ist nur, wenn er sagt, er hat das und das getan, er hat die Leute umgebracht, die Leute sind zu ihm gekommen, glaube ich ihm das. Das ist das Wichtige. Und so muss man ja eigentlich auch sein. Genauso beim Professor. Der Professor, trotz allem, was wir über den Professor wissen, muss natürlich der Jürgen Hensch, der diesen Professor spielt, einen eigenen Professor entwickeln. Sonst wäre er kein guter Schauspieler. Und Götz George hat ja schon, das fällt einem auf bei ihrem Film, ja, in sehr avancierten Filmen mitgearbeitet. Mhm. Also meinetwegen bei Godard, ja, mhm. Ostwind, ja, ja. Oder bei Cotulla, ja. Hat er den KZ-Kommandanten Höss, ja, gespielt. Mhm. Ja. Und das ist eine Linie bei ihm. Mhm. Ja, mit 20-jährigen Zwischenstationen aber. Die er aber sehr, sehr ernst nimmt. Ja, absolut, ja. Sieht er sich in Fortsetzung der Arbeit seines Vaters? Ja. Ja. Ganz sicher. Ja. Und sagen wir mal, haben Sie je Filme also ich mit wünsche Heinrich mir, George gesehen? Wie bitte? Haben Sie eigentlich, Sie sind ja in einer anderen Altersklasse, mhm. Filme mit Heinrich George ja, gesehen? Ja, klar. Ja. Welchen zum Beispiel? Heimat? Kolberg, eigentlich viele. Ja. Auch Berlin-Alexanderplatz. Also es ist so, dass es gibt ja praktisch die erste Verfilmung des Romans von Döblin, Berlin-Alexanderplatz, ist ja von Phil Juzzi, 1931. Übrigens auch sein erster Tonfilm. Und da spielt ja Heinrich George den Franz Bieberkopf. Und ich weiß eben, dass Rainer Werner Fassbinder Götz George als Franz Bieberkopf eigentlich haben wollte. Und das wollte er irgendwie nicht oder das kam nicht zustande und für mich ist der Götz George als Todmacher eigentlich die Fortsetzung von Heinrich George in Berlin-Alexanderplatz. Also man kann ja nachlesen, dass, also welche Bedeutung praktisch Heinrich George für Götz George als Schauspieler hat und dass er natürlich auch immer wieder versucht, also ich glaube, er hat ihn auch als Vorbild. Ja. Der da kommt und sagt, ja. Draußen war es absolute Ruhe, wir drehen wieder. Okay. Robi, klar? Der war nicht gut, der Regen. Nochmal. Also doch, Kursam. Der Professor fragt, wie heißt der Oberste unserer Republik? Und dann tut Hamann so, als wüsste er jetzt nicht, von wem er redet. Und dann sagt der Professor Fritze, und dann sagt Hamann, ne, Fritze heiße ich doch. Fritze Ebert, ne, von Ebert habe ich noch nichts gehört. Also weiß ich, ja, also jetzt, wo wir sind, ist praktisch Friedrich Ebert der Präsident der Republik. Ja. Oder er sagt, wann war der letzte große Krieg? Und sagt, das weiß ich jetzt nicht. Oder, ah ja, doch, da bin ich doch ins Zuchthaus gekommen. So, also wann war der? 1914. Ja? Das heißt, immer über Zeit. Ja, genau. Also ob, das Hirn von Harman, ja? Ist wie eine Kamera. Ja, genau. Das heißt, der Professor will wissen, ob wir den Rhein ganz haben.
sagte, natürlich, das ist doch ein deutscher Fluss, der Rhein. Und sagte, ja, aber sind da nicht die Franzosen jetzt? Und dann sagte, wieso die Franzosen? Wir haben doch den Krieg gewonnen. Also können die Franzosen nicht am Rhein sein. Ja? Ist das jetzt Spiel der Hamann? Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Das ist ja das Interessante am ganzen Film oder an der Figur Hamann, dass man also nicht weiß, inwieweit er simuliert. Ja? Und in dem Gutachten des Professors attestiert er ihm ja also raffinierte Schleue, ne? Also sagt, dass das ein ganz raffinierter Kerl sei und dass er ein großes schauspielerisches Talent besitze. Und das ist natürlich eine ideale Voraussetzung für einen Schauspieler. Wie ist Hamann eigentlich überführt worden? Hamann ist überführt worden über eigentlich zufällig. Das heißt, auf der Polizeistation war eine Mutter, die eine Vermisstenanzeige aufgegeben hat und einen Jungen gesehen hat in Kleidern ihres eigenen Sohnes. Und dieser Junge war der Sohn der Haushälterin von Hamann. Ja? Und Hamann war auf der Polizeistation, weil er Anzeige erstatten wollte gegen diesen Jungen oder gegen, überhaupt gegen einen Jungen, weil er halt immer mit ihm mitkommen wollte und er wollte halt nicht, weil er befürchtet hat, dass er ihn wieder umbringen würde. Und dann hat er also einen Polizeimann geholt und dieser Polizeimann wollte also den Jungen mitnehmen und da hat der Junge gesagt, Hamann ist schwul. Und dann hat der Polizeimann gesagt, okay, dann kommen Sie gleich mit zur Wache. So. Ja, und dann waren die dann auf der Polizeistation und dann ist irgendwie halt die Mutter die Kleidungsstücke von dem Jungen da gesehen. Er hätte also Kleidungsstücke einem anderen Jungen geschenkt. Ja, genau. Kleidungsstücke eines ermordeten Jungen hatte er an sich genommen und wem anders geschenkt. Richtig, genau. Und die Mutter hat halt die Kleidungsstücke wiedererkannt und dann hat man, sagen wir mal, die ganze Wohnung vom Hamann ausgeräumt und auf einer Art Basartisch ausgebreitet und dann haben eben alle Eltern, die Kleider von Hamann bezogen haben, ihre Kleider, also die Kleider dahingelegt und dann haben Eltern halt praktisch diese Kleidungsstücke wiedererkannt. Ja. Und dann, parallel dazu, hat man natürlich dann noch Leichenteile und Schädel, also Schädel im Flussbett der Leine gefunden. So, und dann wurde das, ja, und dann wurde das ganze Flussbett irgendwann umgeleitet und dann hat man halt 500 Leichenstücke gefunden von 22 oder 20 Menschen. Und weiß man, welcher Kriminalbeamte da diese Ermittlungen geleitet hat? Ja, da gab es den Kommissar Retz und den Kommissar Lange. Also gab es zwei, drei Leute. Ja. Und da gibt es auch eine, also es ist so eine unveröffentlichte Memoiren von dem Lange, von dem Kommissar Lange, der eben beschreibt, wie sie ihn zum Geständnis gezwungen, also gebracht haben. Und das ist eigentlich wirklich ganz merkwürdig. Das heißt, die haben den Hamann Lichtköpfe in seine Zelle gelegt. Das heißt, die haben vier Schädelköpfe genommen, in jede Ecke der Zelle ein Kopf installiert. Lichtköpfe? Und, ja, das nannten die Lichtköpfe. Und dann haben die dann so eine rote Folie hinter die Augen und ein Licht hinter diese Schädelköpfe installiert, sodass praktisch die Augen der Schädelköpfe leuchteten. Und dann dazu ein Sack mit Knochen. Und dann haben sie ihm gesagt, dass die Geister der Toten praktisch ihre Köpfe holen wollen werden. Und also das beschreibt er so, das steht da schwarz auf weiß. Und dann hat irgendwann scheint der Hamann gesagt, also er erträgt das nicht mehr und er wird alles sagen, wenn sie die Lichtköpfe wegnehmen. So. Nun kann man ja da, das ist ja nah an einer Foltermaßnahme. Ja? Und das kann ja jetzt dazu führen, dass er, sagen wir mal, 24, 32, 50 Morde gesteht. Mhm. Ja? Das heißt, man kann hier eine Aussage erzwingen, aber man kann nicht sagen, was die Inhalt der Aussage ist, ob der irgendetwas mit Wirklichkeit zu tun hat. War man bei den 24 Toten ganz sicher? Also es gab insgesamt, das ist eigentlich interessant, 1000 Vermisstenanzeigen. Das heißt, Eltern, wir haben sogar einmal irgendwo was gefunden, also Eltern aus Bukarest und aus Wien haben Vermisstenanzeigen nach, also praktisch nach Hannover geschickt, weil sie dachten, vielleicht sei ihr vermisster Sohn von Hamann umgebracht worden. Ton ab. 15:02. Spät. Bitte. Die sie umgebracht haben, sind die auch da oben? Und die werden schon nicht sagen. Ich hab doch die Köpfe alle kaputt geklappt. Vielen Dank. Was? Da war ein Junge.
Besten Dank für die Idee. Danke, was fantastisch. Ich danke dir. Ja, ja. Machen wir ganz auch eine kleine im Sitzen. Zum Ende. Ja, sicher. Okay. Warum bitte ich schicke einen Ballon. Das ist doch ein leeres Problem. Alle Lichter aus. Einfach aus.